Jo Leute, Masio hatte keine Zeit für eine zweite Analyse, weshalb er mich darum gebeten hat, dass ich das Ganze für ihn übernehme. Wer mich nicht kennt, nennt mich einfach Stego, bevor ich euch über meine Persönlichkeiten langweile. Wir sind beim zweiten Halbfinale zwischen Rap Polo und Hazen, ein ziemlich gutes Battle mit vor allem starken Rückrunden. Fangen wir aber erstmal mit der Hinrunde von Rap Polo gegen die Rückrunde von Hazen an. Das Video von Rap Polo ist um einiges mehr ansprechender als das von seinem Kontrahenten. Die Farben im Hintergrund wirken nicht so eintönig wie bei Hazen, der hauptsächlich vor einem Blackscreen performt. Außerdem gibt es Kamerafahrten und Rap Polo performt besser. Auch das Feature-Video sieht bei Rap Polo besser aus. Videopunkt geht an Rap Polo. Flow. Rap Polo kommt zwar bosshaft auf den Beat, aber verhaspelt sich gerne mal an ein paar Stellen, beziehungsweise versucht es so schnell zu rappen, dass einige Silben manchmal untergehen. Gerade in der Hook ist mir das echt negativ aufgefallen. Hazen ist da um einiges souveräner auf dem Beat drauf und vor allem hat er auch bessere Variationen drin. Aber sein Feature-Part, Test Studion oder wie auch immer er ausgesprochen wird, finde ich zum Einschlafen auf dem Beat. Monotoner und druckloser geht es kaum noch. Außerdem achtet er zu arg auf seine Betonungen. Chaotik ist bei beiden Runden souverän und rappt auch sehr aggressiv. Ich schwanke hier zwischen einem 1:1 und 1:0 für Hazen, aber da der Hauptdarsteller Hazen hier wesentlich überwiegt vor Rap Polo, gebe ich den Punkt an ihn. Die Hooks, kurz gesagt, beide geil, kann mich hier kaum festlegen. Rap Polo mit tiefer Stimme und Hazen mit höherer. Ich gebe hier einfach nur mal ein Unentschieden. Hazen, dich kennt keiner, mieser Scheiß, die Feature-Sätze Runde wissen nicht mehr, wie du heißt. Ey, du rappst nur Stuss, dein Name fällt nur, wenn man dich erzählt muss. Ist ja mieser Scheiß, die Feature-Sätze Runde wissen nicht mehr, wie du heißt. Ey, was sagst du, dumme Spinne, denn was mich so keiner kennt. Ey, auf dem Dorf kennt sich jeder. Und wenn du sagst, dass ich nur Stoß im Text hab, lies doch mal die eigenen. Du wirst vom Dorfkind zerlegt, Mann. Entertainment, diese Kategorie werde ich nicht bewerten, denn diese ist meiner Meinung nach viel zu subjektiv. Es kommt nämlich hier ganz drauf an, in welcher Stimmung ich mich hier befinde. Wenn ich mir lustiges Zeug anhören möchte, dann glotze ich Hazen. Wenn mich jetzt aber an einem Tag das Bosshafte mehr entertaint, würde ich plötzlich anders bewerten. Und da ich das nicht von einer Tagesentscheidung irgendwie abhängig machen möchte, gebe ich hier gar keinem den Entertainment-Punkt. Musikalität, beide rappen in den Parts relativ monoton, ohne große Abwechslung. In der Hook kommt dann bei beiden das Highlight, wobei ich sagen muss, dass mir die Betonungen und die Variation von Hazen hier wesentlich besser gefallen. Auch ist seine Stimme um einiges angenehmer auf dem Beat drauf. War aber von keinem ein musikalisches Überbrett. Trotzdem sehe ich hier Hazen einen kleinen Tick weiter vorne, 2:1 für ihn. Punchlines. Rap Polo probiert Hazen hier ein Image aufzudrücken, und zwar, dass er komplett Standard ist. Kann man machen und durchaus berechtigt, allerdings muss die Umsetzung stimmen und die scheitert vor allem am Anfang von ihm. Die ersten 6 Lines knallen einfach nicht rein, sondern wirken Standard. Genau das, was Rap Polo Hazen aufdrücken möchte. Die erste lustige Punchline ist deshalb die, als er meint, dass er so langweilig ist wie eine Kartoffel beim Essen. Die zwei Lines mit dem jeder weiß, dass ich besser bin als du, ja, yeah, fand ich auch noch ganz unterhaltsam, aber nur durch diesen wacken Reim am Ende. Dann bringt er eine Doppeldeutigkeit mit Kippe auf Kippe, also Zigarette, habe ich auch schon mal gehört. Die selbstironische Line mit der Lunge und der Maske ist dafür richtig gut und hat mich zum Schmunzeln gebracht. Das war's mit den Highlights vom ersten Part. Um ehrlich zu sein, nicht die beste Quote, kommen wir zu den Kontern von Hazen. Und dafür, dass ihm Rap Polo sehr wenig zum Kontern gegeben hat, ist dieser saustark und er ist hier lyrisch klar überlegen. Die ersten zwei Lines sind wack, aber dann kommt ein Konter, der sich auf die Line mit dem Bestsein bezieht. Die Highlight-Punchline von Rap Polo im ersten Part war die mit der Kartoffel und diese Line kontert er innerhalb von 4 Zeilen stark aus. Er zählt alle Eigenschaften vom Erdapfel auf und meint dann am Ende, dass sie viel mehr vielseitiger ist als Rap Polos Rap. Richtig gut gemacht. Halbfinale hin und Halbfinale her, jeder weiß, ich bin besser als du, yeah. Hazen, du bist Rainer, hat keinen Bock, dich zu betteln, du bist so langweilig wie eine Kartoffel beim Essen. Halbfinale her und Halbfinale hin, du merkst selber, dass ich besser bin, yeah. Was hast du Spaß gegen Kartoffeln, muss der Bauer dir erklären. Man kann alles daraus kochen oder braten oder grillen. Hast du Spaß, hast mal kapiert, die sind übertrieben vielseitig im Gegensatz zu dir. Das Bit mit Kippe auf Kippe war halt wirklich weg und daraus formt Hazen zwei gute Punchlines. Das waren die Highlights von seinem ersten Part. Auch im zweiten Part legt Rap Polo nicht richtig los. Nachdem er das Rauchen im ersten Part angesprochen hat, geht er jetzt auf das Säufer-Image. Das Problem ist aber auch hier, dass auch sich die Lines nicht krass herausheben. Hauptsächlich leiden die Lines durch schwache Reime. Ich weiß nicht, ob Rap Polo hierfür wenig Zeit hatte, aber es will einfach nicht richtig reinknallen. Die einzige Line, die ich hier herausfiltern kann und sich von Standard abhebt, ist die mit der Magenschleimhaut. Die Punchline über WoW geht auch noch fit, auch wenn ich den Spit mit Jägermeister auf Jägermeister wack finde. Ja, und dann kommt sein Feature-Part Chaotik, der eigentlich die besten Sachen rausdroppt, auch wenn ich es nie gut finde, wenn das Feature fast genauso lang rappt wie der eigentliche Teilnehmer. Er fickt ihn aber hier sehr gut mit den Bauernlines durch, vor allem die letzten 8 Lines finde ich sehr gut.
Jetzt kommen wir aber zum Problem an der Sache. Er tritt einfach nochmal in der Rückrunde von Hazen auf. Natürlich sind die Lines weiterhin gut gemacht in der Hinrunde von Rapollo, verlieren aber durch das Feature hier stark an Wirkung. Die Lines hier sind zwar nicht so geil wie die in der Runde von Rapollo, aber das alleinige Auftreten von Chaotic reicht hier aus, um Rapollo einen derben Schlag ins Genick zu verpassen. Das Problem an der Sache ist halt, dass die Lines jetzt auch einfach nicht mehr sich so stark entfalten wollen in der Hinrunde von Rapollo, dadurch, dass er eben in der Rückrunde auftritt und dadurch wirken halt seine ganzen Punchlines, seine geilen Punchlines einfach viel humorvoller, als sie vielleicht sind. Hazen hat eigentlich alles gekontert, was ging, und er hat sich auch die richtigen Punchlines von der Hinrunde von Rapollo rausgepickt, die man perfekt kontern konnte. Rapollo wirkt in der Hinrunde komplett harmlos und ausgerechnet der stärkste lyrische Teil von Chaotic wird durch ihn selbst abgeschwächt. 2:0 für Hazen bei den Punchlines. Extra Punkt. Hazens Runde überzeugt mich zwar mehr als Rapollo, aber um echt zu sein, hat mich auch seine Runde nicht vom Hocker hauen können. Wäre Chaotic hier nicht aufgetaucht, wäre das vielleicht nur ein 1:0 oder 1:1 bei den Punchlines gewesen. Trotzdem hat mir das Zusammenspiel aus Delivery und Variation bei Hazen besser gefallen. Der Extra Punkt geht an ihn. Kommen wir zur Hinrunde von Hazen gegen die Rückrunde von Rapollo. Beide haben einen großen Rückschritt gemacht, wenn es um die Videos geht. Hazens Video sieht richtig scheiße aus. Nur die Performance-Szenen vor dem Mikro wirken halbwegs atmosphärisch. Rapollos Locations sind zwar auch nicht atemberaubend, aber er wird wesentlich krasser in Szene gesetzt und im Allgemeinen wirkt das Video durch die Kamerafahrten professioneller, auch wenn es wahrscheinlich genauso hingeschissen wurde. Der Videopunkt geht an Rapollo. Flow, es wurden hier zwei Beats verwendet, was für Rapollo auch zugute kommt. Den ersten Beat finde ich abscheulich und ich habe keine Ahnung, wie man da im Battle Rap richtig abgehen möchte. Rapollo wirkte nämlich so, als hätte hier extreme Probleme gehabt. Es hört sich komplett unrund an, bei so einem Beat auch kein Wunder, da schläft man ja ein, aber Gott sei Dank hat Hazen sich dann noch für einen zweiten, aggressiveren Beat entschieden. Auch für mich persönlich ist das viel angenehmer. Hazen holt sich den Flowpunkt locker auf dem ersten Beat, aber auf dem zweiten Beat ist Rapollo meiner Meinung nach um einiges stärker. Kommt durch seine mächtige Stimme einfach besser rüber, während Hazen ziemlich lasch drauf klingt. 1:1 beim Flow. Jetzt wird die Fotze zerfetzt, alter Boss, 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 ist das weg. Diese Lines sind für dich wie ein Stich in die Niere. Ich übertreibe nur so sehr, um dich zu diskreditieren. Da frag ich mich, wer hat dir denn ins Hirn geschissen? Real Talk, bei dieser Paarung warst du gleich gefickt. Punkt. Das war die realste Line, die's gibt. Euer B10 hat dir sicher niemand satt. Ich lass dich nicht in die Bude rein, denn der Hundeklo ist, glaube ich, mit ziemlicher Sicherheit noch nicht stubenrein. Was redest du, Bitch? Du willst hier Spasten klatschen. Du schiebst so in das Mic rein und denkst dir, du wärst ziemlich laut. Doch der Playmobil-Todesstern hat den Sieg verbaut. Ich schreib einzelblicke Reime, hau dich trotzdem raus. Also mir wär das peinlich, du Maus. Die Hooks finde ich vom Soundbild her beide nicht irgendwie so nice. Sowohl im ersten Part von Rapollo und Hazen, sowohl auch als im zweiten Part von Rapollo und Hazen. Aber textlich finde ich die Hook von Hazen sowas von geil, dass er hier die League of Legends Champions reingebaut hat. Ich zock selber, deswegen auf jeden Fall hat er mich damit catchen können. Deshalb geht der Hookpunkt an ihn. Musikalität. Bei Rapollos ersten Part bin ich fast eingeschlafen. Dieser Beat passt null zu seiner Stimme. Aus taktischer Sicht von Hazen auf jeden Fall ein kluger Schachzug, denn er kam halbwegs mit dem Beat zurecht. Es gibt immerhin eine kleine Variation und seine Stimme klingt hier auch angenehmer. Im zweiten Part sehe ich das aber komplett andersherum. Hazen klingt nicht geil und Rapollos Stimme passt sehr gut zum Beat, aber von beiden keine musikalische Glanzleistung 1:1. Punchlines. 4 Part in einer Hinrunde sind sehr riskant von Hazen, denn dadurch gibt der Rapollo viel mehr zum Kontern und vom Prinzip her sollten die Rückrunden oftmals die stärkeren sein. Den ersten Part von ihm finde ich ziemlich gut, nur die Einstiegszeile fand ich echt bescheuert. Absoluter Zweckreim und komische Satzstellung mit falschem Deutsch. Chana Khan lässt Jin grüßen. Danach geht es aber gut zur Sache und es spricht schon die vielen Turniere an, die Rapollo bestritten hat. Dann folgt eine sehr ironische Line und er meint, dass er gleich gefickt ist, da Rapollo mehr Punchlines hat, als es Reime gibt. Die Highlight-Punchline finde ich aber ist die mit den 40 Grad und dass er selbst bei dieser Temperatur die Mütze trägt. Die Highlight-Punchline konnte auch Rapollo nicht wirklich kontern, aber dafür bezieht er sich auf das komische Deutsch, was Hazen angewendet hat, was ich auch nur so unterschreiben kann. Danach folgen leider wieder wacke Reime wie zum Beispiel Oberbauer auf großer Bauer oder Hast auf Klatscht. Nicht nur die Reime sind hier nicht gut, mir fehlt es auch einfach an der Kernaussage. Hey, 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 bei dieser Paarung war ich gleich gefickt, denn du hast noch mehr krasse Punchlines, als es Reime gibt. Hey, du Bossmann, voll Boss war, wie du Opfer immer auf Boss machst. Hey, du bist so frei, dein Lieblingsvogel ist der Boss. Das drehst du unter Palmen in der Wüste. Hey, ich bin Rapollo und chill bei 40 Grad mit Mütze. Keiner nutzt noch Wörter, so wie Dirnen ficken. Da frag ich mich, wer hat dir denn ins Hirn geschissen? Real Talk, bei dieser Paarung warst du gleich gefickt. Punkt, das war die realste Line, die's gibt.
übliche Punches. Du machst hier einen auf Oberpower. Ich schwöre, dein Lieblingsjoghurt ist der große Bauer. Danach folgen leider wieder wacke Reime wie zum Beispiel Oberbauer auf großer Bauer oder Hast auf Klatsch. Nicht nur die Reime sind hier nicht gut, mir fehlt es auch einfach an der Kernaussage. Danach gibt es eine richtig geile Zeile über den Schweißausbruch von Hazen und dass er einen Regenschirm für seinen Popschutz benötigt. Den zweiten Part von Hazen finde ich leider nicht mehr ganz so stark wie seinen ersten Part, denn hier geht es einfach darauf ein, dass Rapolo ja eine Maske trägt und sich gar nicht über das Aussehen von anderen irgendwie beschweren kann. Grundsätzlich stimmt das natürlich, aber es ist halt so, dass es schon von 1000 anderen Rappern gebracht worden ist und von dem her auch nicht knallt. Ich fand deshalb hier nur 4 Punchlines irgendwie gut. Man sieht an deinem Äußeren rein gar nichts, was dich hau auszeichnet, denn du bleibst hier treu bei deinem Rap, es ist genau das gleiche. Bringst du wieder nur Standard-Jet, hast du heute verkackt, war die Maske in dem Sale damals bei Toys R Us. Diese Punchline konnte Rapolo richtig krass. Die Maske war von Toys R Us, jetzt werde ich mich schämen, trotzdem ist sie immer noch mehr wert als dein Leben. Richtig stark gemacht. Bringst du wieder nur Standard-Shit, hast du heute verkackt, war die Maske in einem Sale damals bei Toys R Us, gab's die als Kombi mit einem Laserschwert dazu, du Affe, das hier ist die Abrechnung, der Laden schießt, komm sie zur Kasse, kehr. Die Maske war von Toys R Us, jetzt werde ich mich schämen, trotzdem ist sie immer noch mehr wert als dein Leben. Ich komme gern zur Kasse, doch die Wahrheit ist Ethiker, du kommst nur zur Kasse, wenn du arbeiten gehst. Der zweite Part von Apollo ist aber trotzdem nicht ganz so stark wie der erste Part. Liegt wohl daran, dass er da ein bisschen mehr zum Kontern hatte, aber im Allgemeinen finde ich es trotzdem ganz okay, was er hier für Sachen bringt. Zum Beispiel 4 Parts, 5 Minuten sind ein richtiger Klacks. Du schickst die Punchline-Erklärung mit, weil du Schiss vor mir hast. Und dann kommt Gott sei Dank der Beat-Switch von der Runde von Hazen und bei der Runde von Rapolo. Weil Rapolo hat ebenfalls 4 Parts gebracht, finde ich auf jeden Fall auch gut, dass es sich darauf reduziert hat und nicht noch mehr um den Brei rumgelabert hat. Aber bei Hazen wirkt es irgendwie so, wie wenn Quantität vor Qualität irgendwie stehen würde. Die einzige Punchline, die ich richtig hart gefeiert habe, war folgende. Du frontest jeden mit dem gleichen Standard-Shit, ähnlich mal Vader hat einen Plan, wer dein scheiß Vater ist. Auch noch gut fand ich folgendes. Setz die Segel, was du Affe sagst, das erzählst du im Video auf einem Flugplatz, du Spast. Mehr gibt es leider im ersten Part vom zweiten Beat bei Hazen nicht zu holen, aber dafür finde ich die Hook richtig, richtig killer, weil er hier eben diese Champions einbaut und die auch noch gut puncht. Zu der Sache mit dem Flugplatz hatte Rapolo auch einen richtig geilen Konter. Ich drehe in der Wüste, ich drehe auch am Flugplatz und du Spast, die drehst nur im Wald vor deinem Kuhkaff. Und das war die einzige Highlight-Punchline von Rapolos drittem Part. Der Rest ist wieder nur Standard. Ich verstehe es, um ehrlich zu sein, nicht so ganz, weil es gab in der Runde von Hazen viel zu kontern. Der Rest ist vom Ansatz sehr gut gemacht, aber es knallt halt nicht richtig rein. Digga, du kannst mich damit fronten, dass ich besser bin. Ich kann auch so einen Müll labern. Alter, was für Standard-Shit. Das ist zwar vielleicht eine ganz okay Angriffsfläche, aber die Umsetzung scheitert halt immer bei Rapolo, was ich schade finde. Wo er aber richtig krass gekontert hat, ist einfach in seiner zweiten Hook. Und zwar, yo, du kannst die League of Legends Champion aufzählen. Das ist ja übertriebener Skill. 10.000 Spielstunden, immer noch Bronze 1, das ist ja übertriebener Skill. Der letzte Part ist sowohl von Hazen als auch bei Rapolo definitiv der stärkste. Hazen stellt hier Rapolo als Neobiter dar. Marcio feiert das ja Ganze nicht, aber ich finde, dass es auf jeden Fall eine gerechtfertigte Angriffsfläche ist. Aber die letzten Lines finde ich scheiße und zwar redet ihr hier von Inzest, einfach nicht gut. Zum Abschluss kann ich sagen, obwohl Hazen im Endteil sehr nachgelassen hat, zumindest in den letzten 8 Lines, hat er ein sehr gutes Gesamtpaket und vor allem finde ich auch die Punchlines ziemlich innovativ, vor allem in der Hook, wie gesagt, das mit den League of Legends Champions habe ich einfach absolut abgefeiert. Wenn es nach mir gegangen wäre, würde ich mir wünschen, dass er lieber auf dem zweiten Beat die Runde abgegeben hätte und nicht auf dem ersten. Der erste hat so langweilig geklungen, dass ich sowohl bei ihm als auch bei Rapolo tatsächlich eingeschlafen bin. Rapolo hat in dem vierten Part richtig geile Punchlines und richtig krasse Konter. Wieso hat er seine Runde nicht ganz so immer gehabt, dann wäre das auf jeden Fall viel krasser gewesen, weil die ersten 3 Parts fand ich jetzt nicht so geil. Er kontert die Neo-Sache richtig gut aus, sogar die Wacke-Angriffsfläche mit dem Inzest wurde sehr gut von ihm ausgekontert. Alles in allem hat Rapolo im letzten Part auf jeden Fall nochmal richtig krass nachgelegt. Bestes Inzest, du richtiger Versager. Wenn ich deine Mutter ficke, bin ich dann dein Facher. Du merkst schon, deine Lines hier nicht, du hast tryharded, doch wirst hier bei weitem gefickt. Hazen, mal ernsthaft, du bist nicht so der Rapper-Typ. Du bist eher so der, ich häng besoffen in der Ecke-Typ. Jeden zweiten Tag, ey, ich stell dich hier ganz bloß. Nach meiner Runde hast du deinen heftigsten Absturz. Alles in allem sehe ich seine Rückrunde stärker als die Hinrunde von Hazen. 2-1 bei den Punchlines für Rapolo. Extra Punkt. Beide haben mich nicht sonderlich vom Hocker gehauen mit der Hinrunde und mit der Rückrunde. Liegt aber wahrscheinlich an dem ersten Beat. Wenn wir jetzt einfach nur mal den zweiten Beat nehmen, fand ich, wie gesagt, das mit dem LOL richtig gut und das mit den Neo-Sachen, die Rapolo ausgekontert hat, fand ich auch sehr stark. Also lassen wir mal den ersten Teil außen vor und bewerten den zweiten. Beide haben hier krasse Stärken gezeigt, beide bekommen einen Extrapunkt. Das User-Voting geht an Rapolo, trotzdem ist Hazen nach dem Punktestand weiter und ist im Finale gegen Woods oder Never. Das wird Marcio entscheiden. Bis dann, euer Stego.